225. Unsere Monika zeigt Ihnen, wo die Kabine ist. Andi, wo fahren wir denn gerade hin? Auf die FH Linz. Versuchen wir zumindest zu fahren. Ich weiß noch nicht, ob es gelingt. Schauen wir mal. Ich denke, dass das eines der wichtigsten Themen ist, die unsere Gesellschaft in Zukunft auch gestalten wird, nämlich der Umgang mit unseren Kindern, insbesondere mit Kindern in einem schwierigen Umfeld bzw. mit beeinträchtigten Außenbeeinträchtigungen. Ist diese radikale Akzeptanz, das heißt, das zu nehmen, was man vorfindet und nicht glauben, dass wir besser wissen, was oft unsere Klienten brauchen. Aber schon bei dieser ersten Sitzung ist mir aufgefallen, dass da jemand ist, der irrsinnig viel zu sagen hat. So, what we need to do is to create again these tribes where all young people experience belonging, mastery, independence, and generosity. Everything should be as simple as possible, but not simpler. But all great ideas will die in an instant if each generation does not carry them forward. Courage to you. Ich hab sogar einen Kapitän mit. Ich muss gar nichts selber machen. Ein Traum in Erfüllung. Danke, dass ihr da seid. Es wäre traurig, so ein Fest zu machen und allein aus einem Schiff zu fahren. Irgendwie so 15-20% der Soziokratie. Den Rest lernen wir morgen. Ja. Die einzige Alternative zu einer riskanten Intervention, das Nichtstun ist, dann ist der riskante Hilfeversuch immer noch zu bevorzugen. Es ist aber so, dass die Jugendlichen heutzutage diese Pubertät in einer Zeit durchlaufen müssen, die auch noch von zusätzlichen Risikofaktoren befrachtet ist. Wir leben in einer Zeit, in der wir von so vielen Reizen ge- bzw. überfordert werden wie nie zuvor. Die Fachtagung ist für mich ein Gewinn. Ich bin gerne mitgefahren, weil ich den Eindruck habe, es ist so ein wichtiges Thema, gerade dieses High-Risk-Jugendliche. Und es ist auch so ein feines Konzept des fachlichen Inputs und auch der fachlichen Diskussion. Ich schätze sehr den Dialog in
ja, interdisziplinärer Form. Also einfach Menschen mit buntem Hintergrund, vielfältige Betrachtungsweisen, und das ist mit einer Bereicherung. Ich finde solche Fachtagungen für uns alle sehr wertvoll, weil sich da Synergien entwickeln, die man sonst vielleicht im Arbeitsalltag nicht so leicht hat. Netzwerktechnisch mit Sozialarbeitern, mit Regionalleitern, vielleicht auch mit Professoren von den FHs in Kontakt zu treten, auf einer Ebene, wie man sonst sicher nicht kann. Es ist irgendwie so ein Gesamtkunstwerk, dass das, was in den Vorträgen gepredigt wird, nämlich auch den Prozessen Zeit geben, auch hier gelebt wird. Ich habe so immer das Gefühl, wir haben Zeit. Es ist wirklich gelebtes Wissen hier. Das ist sehr, sehr erfreulich. Ein sehr reduzierter Kernsatz ist, auch wenn er völlig trivial klingt, seid nett zu den Menschen. Dadurch jetzt wird alles im Prinzip ins mediale Rampenlicht gerückt, und alles, was irgendwo passiert, wird einem im Wohnzimmer vor die Nase gehalten. Jetzt dafür von Ihnen eine diagnostische Interpretation. Wenn man mit 100, 120, 150 Menschen ein Fest machen kann, die man gerne mag, was soll man da sagen? Es geht mir verdammt gut. Schön, dass ihr da seid. Der Jugendwohlfahrt ist natürlich einer, wo wir immer wieder auf verlässliche Partner auch angewiesen sind. Secondly, yes. Ja, ich möchte eigentlich mich damit befassen, ja, was können wir tun als Erzieher und Betreuer, dass wir nicht in diese Problematik reinkommen. Wirklich terrific. Weil sowohl vom Inhalt der Vorträge her, als auch von der Reise auf dem Schiff, das ja symbolhaft auch für die Noah gilt, war es wirklich super und toll organisiert. Was ich mitnehmen werde, ist die Aufbruchstimmung, die hier herrscht. Trotz 30 Jahre hat man das Gefühl, da geht es mit Elan auch so in die Zukunft weiter, und das gefällt mir. Ich habe einfach versucht, möglichst viel aufzunehmen und es zu genießen. Hat mir voll gut gefallen. Whatever complicated things might be going on, we have to focus on how to help children belong, to master, you know, to become independent and then to care and help other people. Wir machen den Zirkel jetzt auf, indem wir uns verabschieden. Wir schütteln uns nacheinander die Hände und gehen hinaus, und es muss keine Konversation stattfinden. Balanced, auch wenn ich jetzt müde bin, das ist aber in Ordnung. Ich werde mich erholen und dann habe ich wieder viel Kraft zum Weiterarbeiten. Und für mich ist es immer eine Freude, wenn Geben und Nehmen so schön passt. Und das war in diesem Fall auch wirklich spürbar. Das Fachliche
Know-how und diese Begegnungen und Menschen, die ich wieder neu kennenlernen durfte, sage ich, ich würde es am liebsten nächstes Jahr wiederholen, wenn ich die Kraft hätte, aber es wäre nicht dasselbe und ich mache es nicht.